funktioniert jetzt besser? Okay. Also jedenfalls die Geschichte ist gewesen, dass der geschäftsführende Gesellschafter gesagt hat, wir sollten noch mal was zu Organisationskultur machen. Und ich habe gesagt, Organisationskultur, das ist doch so 80er Jahre. Das ist doch irgendwie das Hula-Hoop dieser Zeit vor 30, 40 Jahren gewesen, als das aktuell war. Da gab es so Bücher, Peter's Waterman in the Search of Excellence mit der Idee, es ist letztlich die Kultur einer Organisation, die darüber entscheidet, ob diese Organisation erfolgreich ist oder nicht. Da gab es so einen richtig großen Boom mit Kulturberatern und auch Kulturforschern. Das ist doch eigentlich durch. Und wenn man möchte, könnte man eigentlich noch weiter zurückgehen und sagen, das ist eigentlich eine Geschichte der 1920er und 1930er Jahre mit der Human Relations Bewegung schon gewesen, wo sowas wie Informalität oder Organisationskultur entdeckt worden ist. Und die Idee dahinter gewesen ist, in dem Moment, wo die Mitarbeiter insgesamt zufriedener sind, wird das auch insgesamt in der Organisation alles besser. Unternehmen werden effizienter, Universitäten erfolgreicher, in den Krankenhäusern sterben weniger Personen. Also eigentlich alle sind damit zufrieden. Das heißt, meine Reaktion war zu sagen, das interessiert heutzutage überhaupt niemanden mehr. Naja, und dann gibt es bei dieser Beratungsfirma, bei Metaplan, so ein, ja, eine ganz interessante Management-Sache, die sagen, ach, wurscht, wir schreiben es einfach mal aus, ohne zu wissen, was wir da machen, und dann gucken, wie viele Leute sich melden. Und dann hieß es plötzlich, oh, das ist das am besten belegte Modul, was wir bisher gehabt haben, wir brauchen ein Programm. Und ich habe gesagt, okay, das heißt, diejenigen mit stark akademischen Interessen bei uns müssen sich jetzt hinsetzen und etwas machen, wo vielleicht was Neues mit dazu kommt und gleichzeitig aber auch so eine gewisse ordnende Kraft mit drin steckt, um nicht in diesem wilden Wirrwarr, wo alles als Kultur bezeichnet wird, unterzugehen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich spezifiziere mal, was so die Standards sind, die man erfüllen muss, wenn man sich mit Kultur auseinandersetzt. Das ist die Frage, erstmal zu klären, was sind eigentlich überhaupt Organisationskulturen? Dahinter steckt die Frage, was sind eigentlich Strukturen von Organisationen und was unterscheidet formale von informalen oder organisationskulturellen Strukturen? Dann die Frage, weswegen bilden sich überhaupt Organisationskulturen aus? Welche Form von Organisationskultur es gibt? Wie organisationskulturelle Normen durchgesetzt werden? Und dann die fünfte Frage, die besonders für Praktiker interessant ist, wie kann man eigentlich überhaupt Organisationskultur beeinflussen? Das sind diese fünf Punkte, die ich zentral finde und die ich in aller Kürze der Zeit mit Ihnen durchgehen möchte. Und ich fange an mit der Frage, was sind eigentlich überhaupt Organisationskulturen? Und man erkennt das eigentlich als Neuling in der Organisation relativ schnell, dass man sich nicht alleine auf die formalen Strukturen der Organisation verlassen kann, sondern dass es jenseits der formalen Strukturen noch andere Erwartungen gibt, die eine gewisse Dominanz und Prägnanz auch haben, um als Neuling in der Organisation überleben zu können. Ich lasse mir häufig von meinen Studierenden an der Universität schildern, wenn die ihre ersten Ferienjobs haben und dann erzählen, was sie da so gemacht haben. Und dann gibt es immer mal wieder die Situation, in Bielefeld haben wir so mehrere Großunternehmen im ostwestfälischen Bereich. Und dann sagen sie, ja, und ich bin dann halt am Fließband eingesetzt gewesen. Und dann habe ich mal so richtig losgelegt, weil das wurde mir ja gesagt, dass ich ranklotzen soll. Ich kriege ja dann auch mehr Geld, wenn ich in einem bestimmten Akkordlohnsystem drin bin. Dann strenge ich mich halt an und kriege dann mehr raus. Und dann gibt es die Situation, die kennen wir aus der Forschung schon ziemlich gut, dass dann irgendwann anfangen die erfahrenen Mitarbeiter, die Studentinnen oder Studenten auszubremsen. Weil sie sagen, naja, du bist jetzt nur 3 Monate da. Aber wenn wir jetzt die Akkorde entsprechend übererfüllen, dann wird der Akkordsatz hochgesetzt. Ja, und das bedeutet, dass wir da irgendwann nicht mehr mitkommen. Dementsprechend gibt es diese Akkordeinbremsung, die ganz wichtig ist. Und wenn die Studentinnen oder Studenten das nicht begreifen, dann gibt es die entsprechenden Methoden, mit denen man die darauf aufmerksam machen kann, dass sie sich nicht so sehr an das orientieren sollen, was vielleicht der Vorarbeiter offiziell da gesagt hat, sondern eher darauf achten sollen, was für Normen innerhalb des Teams oder innerhalb der Arbeitsgruppe am Fließband herrscht. Und das Gleiche ist, wenn eine Teamleiterin von außen eingestellt wird, also nicht in der Organisation selbst gewachsen ist, dann begreift man relativ schnell, dass es auf der einen Seite die formalen Strukturen der Organisation gibt, aber dass es jenseits davon Netzwerke gibt, die man nicht missachten sollte, wenn man versuchen will, in der Organisation was entsprechend durchzusetzen.
Und das Interessante ist, wenn man als Neuling in die Organisation reinkommt, dass das, was an informalen Erwartungen existiert, ja nur sehr schwer zu kommunizieren ist. Man kann ja jemandem beim Bewerbungsgespräch nicht sagen, ach übrigens, naja, natürlich sollst du gute Arbeit leisten, aber deine Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, die cholerischen Anfälle des Chefs abzufedern. Oder eine Situation, die ich auch gehabt habe, als ich einen meiner Jobs angetreten habe, wo mir gesagt worden ist, natürlich wegen der Brillanz in der Wissenschaft wirst du eingestellt und mir dann unterschwellig signalisiert worden ist, dass meine Hauptfunktion darin besteht, eigentlich die Atmosphäre an diesem Lehrstuhl zu verbessern. Das habe ich eine lange Zeit nicht kapiert, dass das eigentlich die Einstellungserwartung gewesen ist, sondern kommuniziert worden ist was anderes. Oder wenn Sie ein Beispiel jetzt aus der Pharmaindustrie nehmen, wo ja inzwischen die Compliance-Regeln entsprechend verschärft worden sind, dann sagt man im Einstellungsgespräch einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, dass man selbstverständlich erwartet, dass an Gesetzesnormen man sich in diesem Unternehmen hält. Und sehr schwer mitzukommunizieren sind die Graubereiche, indem man von den gerade den Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet, dass die so bestimmte Graubereiche austesten. Auch das ist nicht ohne weiteres kommunizierbar. Und das ist der Grund, weswegen dieser Begriff Organisationskultur auf der einen Seite aufgeladen ist mit unglaublichen Steuerungsfantasien. Man hofft darüber, die Organisation insgesamt besser, effizienter, erfolgreicher zu machen und gleichzeitig so ein bisschen so ein Beigeschmack ist, wie kommt man da eigentlich ran, wie kann man da eigentlich drüber reden? Und es gibt für die Organisationskultur ganz unterschiedliche Worte. Also wir reden jetzt alle über Organisationskultur, aber vor 60, 70 Jahren hat man über informale Strukturen gesprochen. Das war damals der dominante Begriff, ganz ähnlich strukturiert wie die Diskussion über Organisationskultur. Oder es gibt andere Begriffe dafür. Irving Goffman, ganz toller Interaktionssoziologe, benutzt den Begriff des Unterlebens in Organisationen. Das geht aber eigentlich immer um das Gleiche. Es geht um Verhaltenserwartungen, die eben nicht offiziell von der Organisation ausgeflaggt werden, sondern die sich durch die Hintertür einschleichen. Und ich möchte das als Gedanke jetzt an zwei Punkten spezifizieren. Das eine möchte ich erklären darüber, dass ich sage, was eigentlich die Struktur einer Organisation ist. Und dann möchte ich im zweiten Schritt zeigen, was Strukturen in Organisationen für unterschiedliche Ausformungen annehmen können. Und Struktur klingt erstmal so ein ganz toller, bombastischer Begriff, ist aber ein ganz einfacher Gedanke dahinter. Das sind Erwartungen, die sich ausbilden, die sich in der sozialen Interaktion ausbilden. Das findet permanent statt. Diese Erwartungsbildung findet permanent statt. Wenn Sie in einer Beziehung als Mann anfangen, deutlich weniger Abwasch zu machen oder die Wohnung deutlich weniger zu putzen, dann baut sich über ein paar Monate eine Erwartungshaltung auf, wo Sie dann als Mann irgendwann sagen, wie, warum soll ich denn plötzlich abspülen? Weil eine Struktur sich gebildet hat, eine Erwartungsstruktur. Das Gleiche kennen wir aus größeren Familien, wenn man Kindern was durchgehen lässt, dann verstehen sie irgendwann nicht mehr, weswegen man ihnen es verbietet. Man kennt es aber auch aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft. Gesetze sind Formen von Erwartungsbildung, an die man sich zu halten hat. Und das Interessante, also ich mache das deutlich an so einem ganz einfachen Bild. Und zwar, wenn Sie sich Parks angucken und durch Parks durchlaufen, dann gibt es einmal die offiziell angelegten Wege und es gibt die Trampelpfade. Und ich habe das jetzt beobachtet, in München ist vor 10 Jahren ein neuer Park über den Mittleren Ring eingeführt worden, Petrol Park. Da haben die sich ganz genau Gedanken gemacht, wie sich die Leute vermutlich bewegen werden in diesem Park. Und das ist dann alles mit Schotter und Beton ausgelegt. Aber es gibt gleichzeitig so Trampelpfade, die sich ausgebildet haben, die inzwischen Erwartungsstrukturen sind. Das heißt, wenn Sie wild über die Wiese fahren mit Ihrem Fahrrad, dann gucken die Leute Sie irritiert an. Aber wenn Sie den Trampelpfad nutzen, der eigentlich offiziell gar nicht benutzt werden darf, dann haben Sie alle Rechte, die mit einer Strukturbildung einhergehen. Das ist Struktur. Und Sie können ganz einfach rauskriegen, ob Sie in einer sozialen Situation, egal ob es Beziehung, ob es eine spontane Face-to-Face-Interaktion im Park ist, ob es in der Organisation ist oder in politischen Kontexten, ob es sich um eine Struktur handelt oder nicht. Und zwar, indem Sie ausprobieren, sich so zu verhalten, wie die Struktur es vorgibt. Und wenn die Leute Sie dann irritiert angucken, sagen, hä, was machen Sie denn da jetzt eigentlich gerade? Dann haben Sie sich vermutlich nicht entsprechend der Strukturerwartung verhalten, sondern etwas gemacht, was ungewöhnlich ist, wo Sie nicht
auf Unterstützung durch irgendwelche Dritte rechnen können. Wenn sie sich dann aber gegen die Strukturen verhalten, also irgendetwas machen, was anders erwartet worden ist, und die Leute sind dann verärgert, ja, dann können sie davon ausgehen, sie haben irgendwelche unterschwelligen Strukturen verletzt, die vielleicht nicht unbedingt ersichtlich gewesen sind, weil es keine Schilder gegeben hat, aber die von einem Großteil der Personen in diesem Kreis dann geteilt wird. Ich kann das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Was ich faszinierend finde, ist, wenn Sie sich ein Fußballspiel angucken, ist, dass es ganz viele Sachen gibt, die sind festgelegt durch das FIFA-Regelwerk. Aber es gibt bestimmte Sachen, die sind nicht festgelegt. Zum Beispiel, wenn ein Spieler verletzt am Boden liegt, gibt es interessanterweise die Erwartung, dass die Mannschaft, die dann im Ballbesitz ist, den Ball ins Aus spielt. Sind sie nicht zu verpflichtet? Sind sie nicht laut Regelwerk zu verpflichtet, sondern sie könnten weiterspielen? Ja, das müssen sie mal versuchen, wenn sie in einer Fußballmannschaft sind. Jemand liegt von der gegnerischen Mannschaft verletzt am Boden und sie versuchen, ein Tor zu schießen. Gellendes Pfeifen der Zuschauer, enorme Aggression von Kameraden, die in der gleichen Mannschaft spielen, aber auch vom Gegenüber, weil die Erwartungshaltung da ist, dass im Fall einer Verletzung der Arzt oder der Sanitäter möglichst schnell aufs Feld muss und dementsprechend das Spiel abgebrochen wird. Das sind Strukturen. Das sind Strukturen, die eben zum entsprechend sanktioniert werden, wenn man sich an diese Strukturen nicht hält. Und was ist jetzt das Besondere an Strukturbildung in Organisationen? Jetzt komme ich schon dazu, was Organisationen eigentlich sind. Organisationen sind im Vergleich zu Gruppen oder zu Familien oder auch zu Protestbewegungen deswegen faszinierend, weil ganz viele Regeln festgelegt werden können durch Entscheidung. Eine Geschäftsführerin oder Universitätsleitung, die Leitung eines Krankenhauses, die Schulleitung sagt, ich möchte das übrigens so, so und so haben. Punkt. Das sind die Mitgliedschaftserwartungen, die ich an euch stelle. Ja, und wenn ihr nicht wollt, könnt ihr auch gerne entsprechend wegbleiben. Das ist eine Sache, zu denen Möglichkeiten der Strukturbildung sind eigentlich nur Organisationen in der Lage. Man kann sagen, okay, auf der Ebene von Staaten kann das über Gesetzgebung noch gemacht werden, aber in Familien funktioniert das schon nicht mehr ohne weiteres. Also wenn Sie versuchen, als Vater oder als Mutter mit so klaren Ansagen da Strukturen einzuschieben, merken Sie schon, wie schwierig das ist, weil Sie nicht ohne weiteres die Mitgliedschaft aufkündigen können von Ihren Kindern. Oder jedenfalls, wenn Sie es versuchen würden, würden Sie in Ihrem Umfeld Irritation auslösen und vermutlich auch bei Ihren Kindern, die sagen, aber Papa, du darfst mich doch nicht wegschicken, bleib doch hier. Und weil man das weiß, funktioniert dieser Mechanismus, so wird das bei uns gemacht, nur sehr begrenzt. Wenn Sie Freundeskreise haben, ein anderer Systemtypus, genauso. Sie können in Freundeskreisen ganz schwer irgendwelche Entscheidungen festlegen. Das ist alles sehr volatil und in Bewegung, funktioniert nicht. Protestbewegungen genauso. Protestbewegungen leiden darunter, dass die nicht entscheiden können, wofür sie eigentlich genau sind und welche Mitgliedschaftsbedingungen sie eigentlich stellen. Das heißt, Organisationen sind deswegen faszinierend, weil sie dazu in der Lage sind. Sie können sagen, das und das müsst ihr machen, ansonsten fliegt ihr aus der Organisation raus. Deswegen gibt es diese ganzen Prozessabläufe, die Sie in Krankenkassen, in Versicherungen, Unternehmen, Universitäten, Gerichte kennen, wo genau abgelegt wird, was alles gemacht werden muss, um der Mitgliedschaftsbedingung entsprechend korrekt sich zu verhalten. Deswegen gibt es die Hierarchien, an denen man sich orientieren kann, was dazu führt, dass die Mitarbeiter extrem selektiv sind, auf wen sie hören in Organisationen. Das ist uns so selbstverständlich, dass wir das häufig übersehen. Aber ich finde das, wenn man von außen so als Exot drauf guckt, ist das stark selektiv. Plötzlich stehen die Mitarbeiter stramm, wenn jemand mit ihnen spricht, nur weil zufällig in der Hierarchie diese Person einem übergesetzt ist, während eine andere Person in einer anderen Abteilung eher so Schulterzucken hervorruft. Das hängt mit der formalen Ordnung der Organisation zusammen, mit der Möglichkeit, bestimmte Kommunikationswege zu entscheiden. Ja, und Sie können darüber entscheiden, wer eigentlich zur Organisation mit dazugehört. Bei Freundeskreisen ist das schon sehr schwierig. Wie wollen Sie das eigentlich austarieren, wer dazugehört oder bei Protestbewegungen? Bei Organisationen ist es, glaube ich, nicht so, dass bei einer Krankenkasse einfach irgendwelche Leute auftauchen, sich einen Schreibtisch nehmen und sagen, übrigens arbeite ich jetzt hier. Würde Irritation auslösen. Ich weiß, dass es bei einzelnen Internet-Startups so üblich ist. Also es gab 2000 so ein Experiment eines Journalisten, der hat sich einfach in irgendein Startup reingesetzt und hat gesagt, übrigens,
ich schreibe jetzt hier mal so ein bisschen. Und nach 2 Wochen haben sie ihn gefragt, wer bist du denn eigentlich? Hast du denn schon einen Arbeitsvertrag? Und er hat gesagt, nein. Und dann hat er seinen Arbeitsvertrag bekommen. Aber das ist eher eine Pathologie. In der Regel kontrolliert eine Organisation ziemlich genau, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Das heißt also, sie haben auf der einen Seite den Bereich der Formalstruktur, die eben sehr stark reglementiert, was man machen muss, um Mitglied der Organisation zu bleiben. Naja, und dann weiß man, es gibt eben noch das andere, die Organisationskultur oder die informale Struktur, die genauso existiert. Und diese informalen oder organisationskulturellen Strukturen können teilweise existieren auf der Ebene von Teams oder von bestimmten Abteilungen. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel bestimmte brauchbare, aber illegale Praktiken der Kundenbindung in der Pharmaindustrie. Das sind häufig Praktiken, die sich auf der Ebene von einzelnen Teams ausbilden, aber nicht unbedingt über Standorte diffundieren müssen. Manchmal gibt es sowas, aber muss nicht unbedingt so sein. Manchmal gibt es aber auch organisationskulturelle Erwartungen, die die gesamte Organisation prägen. Also was ich sehr spannend finde, ich habe die letzte Zeit relativ viel über Militärorganisationen gearbeitet, also über Polizeien im Kriegseinsatz und über Armeen. Und da gibt es sowas wie eine Kameradschaftserwartung. Eine Kameradschaftserwartung, die besagt, dass im Falle eines Einsatzes der verletzte oder auch tote Kamerad nicht zurückgelassen wird. Man holt den raus, auf selbst wenn man sein eigenes Leben dabei riskiert. Und das Interessante ist, dass diese Erwartung organisationsweit gepflegt wird. Das heißt, sie brauchen die Person gar nicht zu kennen, die sie dann nachher am Ende aus dem Schussfeld rausholen, sondern es ist die informale Erwartung, die in der Armee herrscht, dass aufgrund der Brisanz des Einsatzes man nur dann bereit ist, ins Risiko zu gehen, wenn man weiß, man kann sich auf die entsprechenden Kameraden auch verlassen. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie wir in der Systemtheorie das nennen, was da stattfindet, dann kriegen Sie vermutlich, jedenfalls als Praktiker oder Praktikerin, einen Schock. Wir nennen Organisationskulturen die nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen einer Organisation. Ja, da ist man doch froh, dass man nicht Soziologie studiert hat. Ist aber eigentlich ein ganz einfacher Gedanke. Entscheidungsprämissen, das sind die Strukturen von Organisationen, bestehen darin, dass sind Prämissen, die man befolgen muss, wenn man bestimmte Entscheidungen treffen möchte. Also wenn Sie eine Hierarchie eingerichtet haben, dann müssen Sie nicht darüber diskutieren, wie die Kommunikationswege der Organisation sind, sondern diese Wege sind festgelegt. Und alle Entscheidungen, die getroffen werden, hängen von dieser Prämisse ab. Wenn es Programme, Abläufe gibt, dann sind das Prämissen, die Sie bei Ihren Einzelentscheidungen zu beachten haben. Deswegen heißt das Ding Entscheidungsprämisse. Und Prämisse bedeutet eben auch, es wird ganz wenig hinterfragt, weswegen das eigentlich überhaupt so gemacht wird. Also natürlich verzweifeln Sie alltäglich in der Organisation, egal ob es jetzt eine Krankenkasse oder eine Universität oder ein Unternehmen ist, an Prozeduren. Und natürlich klagen Sie permanent über die unfähigen Vorgesetzten, die Sie haben. Aber das Interessante ist, Sie werfen das nie offen als Frage auf, sondern Sie wissen ganz genau, Sie müssen sich an diese Entscheidungsprämissen halten. Und nur ganz selten werden diese Entscheidungsprämissen überhaupt in Frage gestellt. Und davon gibt es eben 2 Typen von Entscheidungsprämissen. Das eine sind die entschiedenen, das ist die Formalstruktur. Da haben sich irgendwelche Gremien gebildet und gesagt, wir machen das so. Oder Geschäftsführerin hat gesagt, so und so wird das bei uns gemacht. Und dann gibt es eben die nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen, die genauso dominant sein können, teilweise sogar dominanter, die sich eingeschlichen haben als Erwartungsbildung. Also die kleinen kurzen Dienstwege, die es in Unternehmen gibt, von denen erwartet wird, dass man sie einschlägt, wenn man ganz schnell irgendwas erreichen muss. Oder die kleinen Routinen, die die Arbeit leichter machen, die teilweise durch die Formalstruktur nicht vorgegeben sind, teilweise sogar der Formalstruktur widersprechen, aber wo alle Kolleginnen und Kollegen sagen, warum hast du das nicht so gemacht? Wir machen das doch schon immer so. Obwohl es vielleicht offiziell verboten ist oder jedenfalls durch die Formalstruktur nicht entsprechend unterstützt wird. Und das Spannende ist jetzt dabei, dass diese nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen, das, was wir Organisationskultur nennen, dass das teilweise beständiger, teilweise auch brutaler, teilweise beharrungsfähiger ist, als das, was wir an Formalstruktur, an entschiedenen Entscheidungsprämissen kennen. Also wenn Sie Fusionen von Unternehmen beobachten, dann stellen Sie fest, wie über Jahrzehnte teilweise sich die alten, nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen in einer
Organisation halten können. Und obwohl das nachher am Ende einen ganz neuen Namen gibt, dann trotzdem man immer noch erkennen kann, ob eine Mitarbeiterin aus dem Unternehmen A oder aus dem Unternehmen B gekommen ist. Und diese Probleme der Organisationskultur sind deswegen so interessant, weil natürlich, Sie können einen Kommunikationsweg, eine Hierarchie, ein Organigramm, das entscheiden Sie einfach, das können Sie umstellen. Ganz einfach, mit einer Entscheidung. Aber weil sich nicht entschiedene Entscheidungsprämissen, weil die nicht entschieden werden, sondern sich so einschleichen, können Sie auch nicht sagen, so ab jetzt machen wir das ganz anders. Das ist das Problem mit Organisationskulturen. Das ist der erste Punkt, beziehungsweise die Frage, was sind Organisationskulturen? Und der zweite Punkt ist, weswegen bilden sich Organisationskulturen überhaupt aus? Und da gibt es eine Differenz, die ganz wichtig ist, die man sich klar machen kann, wenn Sie versuchen, in einer Organisation mal einen ganzen Tag sich nur so zu verhalten, dass alles, was Sie machen, der Formalstruktur entspricht. Können Sie ja morgen mal, die Universitätsprofessoren sind da in einer privilegierten Position, weil die vielleicht gar nicht da sind, aber schon in der Univerwaltung wird es interessant. Bei Kassen, Unternehmen, wäre es mal spannend. Also versuchen Sie es morgen mal. Also Sie machen nur das, was durch die Formalstruktur entsprechend vorgeschrieben ist. Und ich glaube, Sie brauchen nur ein paar Stunden zu warten und Sie merken, dass Kollegen und Kolleginnen kritisch werden wegen dem übertriebenen Bürokratismus, den Sie an den Tag legen, wegen der Prinzipien- und Paragraphenreiterei, die Sie plötzlich haben. Das heißt also, wenn Sie sich nur der Formalstruktur entsprechend verhalten, dann kriegen Sie in der Organisation Druck, weil die Kollegen andere Verhaltenserwartungen von Ihnen voraussetzen. Und dafür gibt es jetzt zwei Gründe. Das eine ist, dass sich nicht alle Verhaltenserwartungen in der Organisation formalisieren lassen. Es gibt so bestimmte Sachen wie zum Beispiel Kreativität oder Authentizität, die sich nicht formalisieren lassen. Wie wollen Sie das in eine Mitgliedschaftsbedingung reinschreiben? Sie können natürlich sagen, wir sind ab jetzt alle kreativ und authentisch, aber das ist eine Erwartung, die können Sie noch so viel an Prozessen und an Programmbeschreibungen machen. Sie kriegen das als Erwartung nicht in eine formale Struktur gebunden. Ich habe das einmal das war eins meiner ersten Beratungsprojekte vor Jahrzehnten, da ist mir aufgefallen, dass in einem Workshop alle von einer neuen Denke gesprochen haben. Wir brauchen eine neue Denke. Und nachdem ich dann das vierte oder fünfte oder sechste Gespräch geführt habe, also neue Denke, das gehört nicht zum normalen soziologischen Standardvokabular. Und ich kannte das auch nicht aus der Praktika-Literatur, dass das jetzt das neue Denken angesagt ist. Naja, und dann irgendwann stieß ich darauf, dass, als wir dann mit dem Geschäftsführer gesprochen haben, der gerade neu gekommen ist, der sagte, die neue Denke ist ganz wichtig. Und plötzlich wurde mir klar, okay, das ist das Kopierverhalten der Mitarbeiter gegenüber einem neuen Geschäftsführer, wo sie letztlich in Imitationsprozesse reingehen. Da ändert sich im Moment gerade ein bisschen organisationskulturell von der Sprachregelung etwas. Aber das Interessante dabei ist, dass Sie diese neue Denke ja nicht als formale Vorgabe von Ihren Mitarbeitern erwarten können. Wie wollen Sie das überprüfen, ob jemand neu denkt? Sie können ja schlecht das Gehirn aufschrauben und gucken, was da abläuft. Das Einzige, was Sie als Erwartung vielleicht etablieren können, ist, dass die Leute so sprechen, aber nicht, dass sie wirklich neu denken. Das heißt, es gibt eine ganz Vielzahl von Erwartungen in Organisationen, die sich gar nicht formalisieren lassen. Anderes Beispiel, interessant sind solche Fälle von Stewardessen, Flugbegleiter, von denen ja erwartet wird, dass sie zu ihren Gästen sehr freundlich sind. Und zwar nicht nur sehr freundlich, sondern authentisch freundlich. Wie soll das gehen? Wie können Sie verlangen, dass Personen authentisch freundlich sind? Und trotzdem, wenn Sie einigermaßen viel fliegen, dann sehen Sie, es gibt starke Unterschiede zwischen Fluggesellschaften. Und zwar haben die alle in ihren Regeln drin stehen, dass die Passagiere freundlich zu behandeln sind. Aber ob das faktisch stattfindet und wieder stattfindet, wird organisationskulturell ausgeprägt. Und der Clou für Fluggesellschaften besteht darin, eben einen Prozess hinzubekommen, dass die Freundlichkeit nicht so aufgesetzt wirkt wie bei McDonald's, wo über ein tayloristisches Programm vorgegeben ist, der Kunde betritt den Schalter, die Mundwinkel haben 2 Zentimeter nach oben zu gehen, ein Lächeln ist dem Kunden entgegenzubringen, sondern
die es dann hinkriegen, eben eine Form der Freundlichkeit zu produzieren, die eben von den Kunden als authentisch wahrgenommen wird. Also das ist die eine Form von organisationskulturellen Erwartungen, die sich gar nicht formalisieren lassen und dementsprechend auch als Erwartungshaltung nur in der Organisationskultur, nur in der Informalität zu beobachten sind. Und das zweite sind organisationskulturelle Erwartungen, die man formalisieren könnte, die sich aber trotzdem eingespielt haben, die kurzen Dienstwege. Natürlich können Sie Ihre Organigramme permanent umstellen und sagen, das, was wir jetzt als kurzen Dienstweg zwischen Abteilungen haben, das wird jetzt ab jetzt formal erlaubt. Sie können als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin demnächst mit Ihrer Kollegin in einer anderen Abteilung sprechen, ohne vorher über die Vorgesetzten zu gehen. Völlig in Ordnung. Sie könnten das formalisieren, wird aber in vielen Fällen nicht gemacht, sondern es wird halt geduldet, dass es solche kurzen Dienstwege gibt. Oder Sie könnten, wenn Sie sich so die alltäglichen Routinen sich anschauen, diese ganzen Abkürzungen, Tricks und Schliche, die Sie haben, um den Job gut machen zu können. Da können Sie ja sagen, ich formalisiere das. Ich habe ein super System gefunden, mit dem ich SAP-Bestellung austricksen kann. Jeder, der mit SAP arbeitet, verwendet ein Hochmaß an Kompetenzen darauf, sich zu überlegen, wie man SAP austricksen kann. Das könnten Sie natürlich formalisieren und könnten sagen, das ist ab jetzt erlaubt. Aber das wäre ein relativ aufwendiger Prozess, der dann stattfinden würde. Das heißt, es gibt einen zweiten Teil von organisationskulturellen Erwartungen, die könnte man formalisiert, aber sie werden nicht formalisiert. Und zwar deswegen, weil eine Organisation nicht alles formalisieren kann, was sinnvoll ist. Dazu sind die Erwartungen viel zu widersprüchlich einer Organisation. Also man muss ja sowohl Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, Shareholderzufriedenheit, Zufriedenheit der Politik in der Kommune und so weiter erfüllen. Und die sind so widersprüchlich, die Erwartungen, dass sie sich nicht alle formalisieren lassen. Gleichzeitig ist die formale Ordnung durch ein hohes Maß an Konsistenz geprägt. Und die Organisation reagiert dann eben, dass sie sagt, das und das sind jetzt unsere offiziellen Regeln, an die müsst ihr euch halten. Aber es wird dann organisationskulturell die Abweichung von dieser Formalstruktur häufig akzeptiert, weil man weiß, dass man diese kleinen Schliche in der Praxis braucht, weil man diese Abkürzungen in den Kommunikationswegen entsprechend benötigt. Ja, das ist der Grund, weswegen sich Organisationskultur ausbilden. Und was jetzt spannend wird, ist die Frage, welche Form von Organisationskultur es eigentlich gibt. Und wenn Sie sich so die klassische Kulturliteratur anschauen, dann haben Sie immer so ein Ponyhofbild von Organisation. Das ist ein Bild, wo die Mitarbeiter agil, dynamisch, durch Sinn getrieben, kooperativ, kollegial miteinander zusammenarbeiten, den Kunden immer im Fokus, gleichzeitig der Umwelt verpflichtet. Das ist das, was normalerweise assoziiert wird, wenn über Organisationskultur gesprochen wird. Und das ist nicht völlig falsch. Also es gibt eine Vielzahl von organisationskulturellen Erwartungen, die sind eigentlich mit der Formalitätserwartung verknüpfbar. Also nehmen Sie das Beispiel der Kaffeekasse, die eingerichtet wird, um bei Geburtstagen entsprechende Flexibilität zu haben. Je nachdem, mit was für einer Organisation man es zu tun hat, ist diese Kaffeekasse auch offiziell erlaubt, widerstrebt nicht der Formalitätsordnung und gleichzeitig haben Sie dadurch ein bisschen Spielraum für kollegiale Anerkennung, zum Beispiel Hilfe für Kollegen. Sie können ganz schwer die Hilfestellung für Kollegen formal anordnen, bildet sich aber trotzdem in vielen Organisationen aus. Also kollegiale Hilfe als Unterstützungsmaßnahme, als Teil der Organisationskultur widerspricht auch nicht den offiziellen Regeln der Organisation, passt halt zu dieser vertrauensbasierten, auf Verständigung aufbauenden Organisationskultur, die man sich vorstellt. Oder eben Kameradschaft, ich hatte das schon kurz erwähnt, wenn man sich Militärs anguckt, dann haben sie zwar offiziell immer in diesen Soldatengesetzbüchern drin stehen, Kameradschaft als formale Erwartung, aber faktisch ausprägend tut sich die Kameradschaft nicht aufgrund der Anordnung durch die Organisation, sondern als Erwartung, die unter den Mitarbeitern sich ausbildet und eben informal oder organisationskulturell durchgesetzt wird. Also von daher ist dieses Ponyhofbild der Organisationskultur, was praktiziert wird, nicht völlig falsch, aber es ist nur ein Teil der Organisationskultur. Und die andere Organisation oder der andere Teil der Organisationskultur sind die regelverletzenden Informalitäten. Das, was Niklas Luhmann, Systemtheoretiker, der sich sehr früh damit auseinandergesetzt hat, als brauchbare Illegalität bezeichnet.
sind die alltäglichen Abweichungen von den offiziellen Zielvorgaben, die Missachtung von Wenn-Dann-Programmen, die vorgeschrieben sind, das Überspringen von Vorgesetzten, wenn man schnell irgendwas auf den Weg bringen möchte. Das ist durch die formalen Ordnungen eigentlich ausgeschlossen. Sie sehen das also als ein Beispiel so bei Unterschriftenregeln. Also kennen Sie ja vielleicht, wenn 2 oder 3 Personen unterschreiben müssen. Warum lachen Sie jetzt alle? Man macht es dann eben häufig so, dass man sich entweder die Unterschriften vorausgeben lässt oder dass der Kollege oder die Kollegin sagt, ach, du kannst doch meine Unterschrift inzwischen auch schon ganz gut, oder man holt sie sich nachträglich. Das widerspricht eigentlich den formalen Vorgaben der Organisation, ist aber gleichzeitig alltägliche Praxis, die man ja auch nicht ohne weiteres aufgeben kann, weil häufig müssen die Sachen einfach sehr schnell entschieden werden. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn man zum Beispiel die Unterschriften von Kollegen oder Kolleginnen kopiert, dass da ja auch noch ein Grenzmechanismus drin ist. Man überzieht es nicht, weil man weiß, der Kollege oder die Kollegin, deren Unterschrift man da jetzt gerade mit Einverständnis kopiert, die muss das ja mittragen, die hätte diese Entscheidung mittragen müssen. Oder wenn man erst die Sache macht und dann nachträglich zur Vorgesetzten geht, dann braucht man das Vertrauen, dass die Vorgesetzte das, was man da jetzt gerade entschieden hat, auch nachträglich eben entsprechend sanktioniert. Das sind also Verstöße, die erstmal gegen die formale Ordnung existieren, aber ganz häufig sind das auch Verstöße, die gegen Gesetze verstoßen. Also nehmen Sie die kleinen Manipulationen an den Tachoscheiben von Lkw-Fahrern, die das machen, um die Waren rechtzeitig noch entsprechend zum Supermarkt oder zum Unternehmen zu kriegen, die verbotenen Überbrückungen von Sicherungen von Produktionsmaschinen mit Hilfe von Drähten, also da gibt es enorm viel Fantasie im Produktionsbereich, die Verletzung von Arbeitszeitregelungen, um einen Auftrag noch fertig zu machen, also dieses Ausstempeln nach 10 Stunden und dann geht man wieder rein, ohne sich einzustempeln. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen formale Vorgaben der Organisation, sondern auch Verstoß gegen arbeitsgesetzliche Richtlinien, die da vorhanden sind. Das sind alles erstmal Gesetzesverstöße, die eben anders als die Verstöße gegen die formale Ordnung der Organisation empfindlich gegen Aufdeckung sind. Das ist das Problem. Also die deutschen Automobilkonzerne, die da in der letzten Zeit in die Diskussion gekommen sind, die haben das gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verstößen gegen formale Ordnung der Organisation und bei Verstößen gegen die Gesetze. Weil es reicht ein Zufall aus oder ein Whistleblower, jemand, der sich darüber beschwert und die Dinger werden hochgetrieben und dann wird plötzlich eben die in straf- oder zivilrechtlichen Instanzen in Bewegung gesetzt oder die Massenmedien interessieren sich dafür und die Organisation kriegt das eben dann nicht mehr entsprechend eingedämmt. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn wir über Organisationskultur reden, wir immer beides im Blick haben müssen. Wir müssen die Elemente im Blick haben, die die Formalstruktur erweitern, ergänzen, aber in letzter Konsequenz mit ihnen kompatibel sind. Und wir müssen die Organisationskultur im Blick haben, die gegen die formale Ordnung verstößt, teilweise auch gegen Gesetze verstößt. Das macht die Kultur der Organisation aus. Das sind die informalen Erwartungen. Vierter Punkt, wie werden eigentlich organisationskulturelle Erwartungen durchgesetzt? Bei formalen Erwartungen ist das ganz einfach. Bei formalen Erwartungen ist das so, das macht die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte. Und zwar häufig schon antizipierend von den eigenen Untergebenen. Die achten schon darauf, dass man der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten gegenüber nicht allzu aggressiv, offensiv, widerständig auftritt. Außer sie sind in einem stark gewerkschaftlich organisierten Unternehmen mit Betriebsräten und lebenslanger Betriebszugehörigkeit. Da kann man das als Einzelperson vielleicht nochmal riskieren. Aber ansonsten ist eigentlich die Durchsetzung formaler Erwartungen über die Hierarchie der Organisation gewährleistet in einer Art und Weise, dass die Mitarbeiter das auch antizipieren. Auch dazu können Sie ein Realexperiment machen. Wenn Sie morgen wieder in Ihre Organisation zurückgehen, dann sagen Sie Ihrer Vorgesetzten oder Ihrem Vorgesetzten einfach mal zu einer Anforderung, nein, mache ich nicht. Und gucken, was passiert. Also nicht die übliche Strategie sagen, ja, mache ich und dann nicht machen, sondern offensiv das Nein kommunizieren. Bringt Schwierigkeiten mit sich. Und zwar nicht deswegen, weil vielleicht diese Erwartung jetzt so wichtig ist, sondern weil sie letztlich das Grundprinzip der Organisation in Frage stellen, nämlich die Akzeptanz der formalen Ordnung, die Akzeptanz der Hierarchie der Organisation. Deswegen ist das die Krise der Organisation und ich empfehle Ihnen, das möglichst nur zu machen, wenn Sie schon wissen, dass Sie die Organisation demnächst verlassen, weil das Risiko vielleicht sonst zu hoch ist und Sie sich bei mir beschweren, dass ich Ihnen da
ein zu riskantes Realexperiment mitgegeben habe. Also bei der formalen Ordnung ist es ganz einfach. Bei der informalen wird es jetzt spannend, weil Sie können ja als Vorgesetzte, als Vorgesetzte nicht ohne weiteres verlangen, dass die Mitarbeiter sich entsprechend der informalen Erwartungen verhalten. Und da gibt es jetzt zwei Prinzipien. Das eine ist das Prinzip des Tausches. Das ist sozusagen die positive Variante. Und das hängt damit zusammen, dass die formalen Strukturen der Organisation normalerweise, jetzt kommt die überraschende Bemerkung, tauschfeindlich gebaut sind. Was heißt das? In der Regel ist es so, dass wenn ich meine Sekretärin frage, wären Sie so bereit, diesen Text mal für mich zu korrigieren, dass ich Sie nicht gesondert motivieren muss dafür. Also ich drücke ihr keinen 30-Euro-Schein in die Hand, damit sie das macht, sondern sie weiß, das gehört zu ihrer Mitgliedschaftserwartung, die sie im Rahmen ihres normalen Gehaltes entsprechend zu erfüllen hat. Das heißt, es gibt in der Formalstruktur erstmal nicht die Notwendigkeit, jede einzelne Aktion eines Kollegen, einer Kollegin, einer Untergebenen entsprechend mit Belohnung auszustatten. Hat enorme Vorteile mit sich. Also stellen Sie sich vor, wie anstrengend das wäre, wenn man jeweils die Kolleginnen und Kollegen mit kleineren Geldzahlungen oder anderen Sachen dazu bringen müsste, dass sie das machen, was man von ihnen will. Das heißt, von der Formalstruktur ist die Organisation insgesamt tauschfeindlich aufgebaut, aber in ihrer Informalstruktur, wird permanent getauscht. Es gibt sehr gute soziologische Studien über den Bergbau. Das war so in den 50er, 60er Jahren der Bereich, wo man am stärksten über Organisationskulturen geforscht hat. Und da gab es zum Beispiel die Regel, wenn die Leute unter Tage, 3-4 Tage richtig reingeklotzt haben, dann hat man ihnen jenseits der Urlaubsregeln einen Tag freigegeben. Und zwar nicht offizielle Urlaubstage, sondern durften einfach einen Tag länger zu Hause bleiben, weil sie so super gearbeitet haben. Das war durch die Formalstruktur in keiner Art und Weise abgedeckt, aber wurde dann eben als Tauschmittel entsprechend eingesetzt, aber eben nur in der Informalität, in der Organisationskultur dieses Bergbauunternehmens. Oder ein anderes Beispiel, wenn Sie sich jetzt Armeen in Kriegseinsätzen angucken, also nicht das österreichische Heer jetzt in dieser Komfortsituation, in der sie sich jetzt lange Zeit befunden hat, oder die Bundeswehr, die eben auch lange Zeit nicht im Krieg gewesen ist, sondern wenn Sie sich faktische Kriegseinsätze angucken, dann merken Sie, wie stark Bataillonskommandeure diesen informalen Tausch einsetzen, um ihre Leute zu motivieren. Also ich habe das untersucht für Polizeieinheiten und Wehrmachtseinheiten während des Zweiten Weltkrieges. Ein hohes Maß an Toleranz, zum Beispiel gegenüber Plünderung oder auch sexuellen Übergriffen, hing damit zusammen, dass man von diesen Soldaten, die da sehr viel geleistet haben, jedenfalls in der Wahrnehmung ihrer Bataillonskommandeure, eben dann sowas wie informale Belohnungen eingesetzt hat. Also in der Informalität findet Tausch statt, bis hin zu solchen sehr brutalen Tauschmechanismen, die da stattfinden. Und solcher Tausch ist meistens nicht unmittelbar. Also es ist nicht so, dass Sie sagen müssen, ach, ich als Bergarbeiter, ich hau jetzt mal so 3 Tage richtig rein und Vorarbeiter, dann darf ich aber auch einen Tag länger frei machen. Ist das in Ordnung? Sondern das Interessante ist, dass diese Tauschprozesse sich häufig über längeren Zeit aufbauen. Es ist nicht so ein ganz klares Geben und Nehmen, sondern es ist eher so, ich gehe in eine Vorleistung und die andere Person reagiert auf diese Vorleistung, indem sie mir dann irgendwann selbst auch mal entgegenkommt. Das nennt sich Vertrauen. Das ist Vertrauen. Das heißt, wenn Sie über Vertrauen in Organisationen reden, dann handelt es sich um informale Tauschprozesse zwischen Mitarbeitern dieser Organisation, die häufig eben im Schatten der Formalstruktur dieser Organisation sich nur ausbilden können. Und dann gibt es eben Vertrauensbeziehungen, die sich dann verstetigen können. Also es gibt Klicken von Personen, von Mitarbeitern, die besonders gut miteinander können. Es gibt Loyalitätsnetzwerke, Seilschaften, Promotionsbündnisse der kürzlich verstorbene, sehr lesenswerte Organisationssoziologe Horst Bosetzky, kein Systemtheoretiker, ein Mikropolitiker, der hat das mal das Don Corleone-Prinzip von Organisationen genannt. Ich weiß nicht, ob Sie den Paten gesehen haben, da gibt es diese Szene, wo Don Corleone kontaktiert wird von einer Person, wo die Tochter, glaube ich, vergewaltigt worden ist und die Polizei sich dem nicht angenommen hat und er sagt, Don Corleone, helf mir. Don Corleone löst dieses Problem auf die bekannte Mafia-Art und Weise. Und dann fragt der andere,
was soll ich jetzt dafür tun? Und Don Corleone sagt, ach, gar nichts, gar nichts. Aber irgendwann werde ich mal auf dich zukommen. Das ist das Vertrauensprinzip in Organisationen. Also sie erwarten nicht ein unmittelbares Reagieren des anderen, aber man kann sich irgendwann darauf beziehen, weiß dann aber nicht unbedingt, ob dem entsprochen wird oder nicht. Okay, das ist die positive Variante. Also das ist der Prozess, der sich ausbildet, wenn man über Vertrauen in Organisationen spricht. Was macht man jetzt mit den Kollegen und Kolleginnen, die nicht begreifen, dass es bestimmte informale organisationskulturelle Erwartungen gibt? Was sind die Mechanismen der negativen Sanktionierung? Da gibt es das Prinzip des Mobbings. Beim Mobbing denken Sie jetzt vermutlich, dass es irgendwas Problematisches oder Schlechtes ist. Wir Organisationssoziologen sind eine ganz seltsame Wissenschaft, weil wir nicht dazu tendieren, sehr schnelle, durch vielleicht humanistische Prosa geprägte Perspektiven einzunehmen, sondern erstmal nach der Funktion von bestimmten Mechanismen in Organisationen fragen. Und das Interessante ist beim Mobbing, dass es eine Möglichkeit ist, informale Erwartungen entsprechend durchzusetzen. Und zwar sowohl von Kollegin zu Kollegen auf der gleichen hierarchischen Ebene, zum Beispiel in Arbeitsteams. Also ich habe relativ viel teilautonome Arbeitsgruppen untersucht. Wenn da jemand nicht spurt und im falschen Moment krank wird, dann haben die entsprechende Instrumente, dieser Person deutlich zu machen, dass man vielleicht in dem Moment nicht gerade krank wird. Aber es gibt diesen Mechanismus selbstverständlich auch von oben nach unten, dieses Bossing, wo Vorgesetzte nach unten informale Erwartungen durchsetzen. Es gibt es aber auch von unten nach oben. Also eine bewährte Methode, um Offiziere im Vietnamkrieg darauf hinzuweisen, dass die sich etwas kollegialer gegenüber ihren Untergebenen zu verhalten haben, war entweder sie ins Feuer des Vietcong laufen zu lassen oder eben, wenn sie das immer noch nicht kapiert haben, denen auch mal eine Gewehrkugel in den Rücken zu schießen. Auch das ist letztlich nichts anderes als eine Durchsetzung informaler Erwartungen. Ich habe das mal in der Schule mir angeguckt. Ich weiß nicht genau, wie die Schulen in Österreich organisiert sind, aber in Deutschland ist es so, dass die Schulleiter eigentlich extrem schwache Führungspositionen sind. Die können, ist auch so, also nicht wie in der Schweiz, sondern sind auch eher schwach in dem, was sie machen können, weil sie Personal nicht versetzen können. Nicht einstellen und nicht versetzen können, sondern eine übergeordnete Instanz dafür zuständig ist. Und das ist ja ein Problem, als Schulleiter oder Schulleiterin Mitarbeiter dann entsprechend zum Arbeiten zu kriegen. Und ich war mal vor ein paar Jahren auf einem Workshop, wo in der Nachbargruppe Berufsschuldirektoren saßen. Und ich habe denen gefragt, also so das, was mich seit meiner Schulzeit umtreibt, wie sorgt ihr als Direktoren eigentlich dafür, dass die Lehrer spuren? Und dann lachten sie und sagten, naja, versetzen können wir sie nicht. Aber Berufsschule, es gibt so bestimmte Fächer, die sind so richtig unbeliebt. Und zwar nannten sie Sozialkunde für Schlachter 1 und Fleischverkäuferin 2. Wenn jemand sich nicht so verhält, wie ich das möchte, dann kommt rein zufällig bei der Zuordnung der Stundenpläne für die Lehrer genau sowas raus. Und dann kapieren die, dass sie sich vielleicht demnächst etwas kollegialer zu verhalten haben. Also auch da gibt es eben die entsprechenden informalen Mechanismen, mit denen man das durchsetzen kann. Und jetzt ist das Spannende, wenn man über Mobbing redet. Sie kennen diese ganze Literatur, das soll das Leiden in Mobbing-Situationen in gar keiner Art und Weise reduzieren. Das ist eine enorm brutale Situation, in der man sich befindet. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen sowas mal durchgemacht hat, aber so die Schilderung, die ich bekommen habe, ist ein starkes psychisches Leiden. Ich will das in gar keiner Art und Weise kleinreden, was da stattfindet. Aber das ist Organisationskultur. Das ist Teil der Durchsetzung organisationskultureller Normen. Also jenseits dieses Ponyhof-Bilds von Organisation ist die Organisationskultur häufig in dem, was erwartet wird, sehr weitgehend und in der Art und Weise, wie sowas durchgesetzt wird, nicht selten ziemlich brutal. Das heißt, Mobbing kann also entweder nur der Sadismus einer Vorgesetzten oder eines Vorgesetzten oder eines Kollegen oder einer Kollegin sein. Das ist für die Organisation dysfunktional. Interessant sind die Mobbingprozesse, die eingesetzt werden, um Kollegen oder Kolleginnen zu Höchstleistungen anzutreiben, die sie im Rahmen der formalen Ordnung nicht erfüllen würden. Ja, jetzt komme ich zum Schluss. Wie kann man denn eigentlich überhaupt Organisationskultur beeinflussen? Und da gibt es so diese Standardprozesse, die dann darauf basieren,
Es sollen sinnvermittelte Maßnahmen eingesetzt werden. Es soll ein Kulturleitbild produziert werden. Es sollen Anreizsysteme geschaffen werden, um Kundenorientierung, Kollegialität, Innovationsbereitschaft, Qualitätsbewusstsein einzuführen. Es gibt die Rotation von Subkulturträgern, also diejenigen, die eine erwünschte Kultur schon vorleben, die dann ihre Stellung wechseln. Es gibt interdisziplinäre Lerngruppenzusammensetzungen. Ein ganz alter Gedanke, der heißt jetzt Working Out Loud, aber es ist genau dieser Prinzip einer Kulturveränderung von außen. Die Manager sollen diese Organisationskultur dynamisch vorleben. Es gibt jetzt die Idee, wir brauchen auch Manager ohne Portfolio, Kulturevangelisten, also diejenigen, die die Kultur der Organisation reintragen. All das sind die, dann gibt es so Methoden, mit denen man das macht. Es soll eine Ist-Kultur analysiert werden und mit einer Soll-Kultur kontrastiert werden. Das sind so die Vorstellungen, mit denen man Kultur verändern kann. Bringt alles nichts. Alles nice to have, schadet in den meisten Fällen auch nicht, aber führt in der Regel nicht zu einer Veränderung der Organisationskultur, sondern, und das ist jetzt der Gedanke, auf den ich hinaus möchte und den ich gerne auch gleich noch in der Diskussion vertiefen möchte, die einzige Möglichkeit, Organisationskultur zu verändern, ist durch eine Veränderung der Formalstruktur. Das heißt, es ist ein relativ bescheidener Ansatz. Und ich möchte das an zwei Beispielen abschließend deutlich machen, wie sowas funktionieren kann. Ich nehme ein Beispiel raus. Das eine ist der Verzicht auf Formalisierung als Strategie der Veränderung von Organisationskultur. Sie kennen vielleicht die Stichworte Holacracy, agile Organisation. Jeder Großkonzern möchte in irgendeiner Form agiler werden. Und das läuft darauf hinaus zu sagen, wir müssen Bürokratie abbauen, Verregelung abbauen, Hierarchien reduzieren und setzt letztlich auf eine Veränderung von Organisationskultur durch eine Reduzierung von Formalisierung. Und jetzt wissen wir, also man kann nie sicher sein, Sie können nie sicher sein, was passiert, wenn Sie eine Hierarchie reduzieren, aber Sie können organisationssoziologisch, systemtheoretisch informiert voraussagen, was aller Wahrscheinlichkeit nach sich einstellen wird. Bei Regeln oder bei Programmen ist es so, das würde ja bedeuten, dass man keine Ziele mehr vorgibt oder dass man keine festen Regeln mehr vorgibt, sondern die mändeln sich in irgendeiner Form aufs. Der Vorteil ist eine sehr schnelle Anpassung der Organisation, wenn sie das nicht formal vorgeben, weil jede Gruppe ja selbst entsprechend anpassen kann. Das Interessante ist, wenn Sie das ganz konsequent zu Ende denken, und ich glaube, wenn man aus einer Krankenkasse oder aus einem Unternehmen kommt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt, aber dann sagen Mitarbeiter irgendwann, wir brauchen aber mehr Verregelung. Also wenn Sie sich die Startup-Kultur angucken, da gibt es immer den Moment im Wachstum, wo Sie sagen, wir brauchen eigentlich mehr Verregelung. Das heißt, wenn Sie ganz konsequent entbürokratisieren, haben Sie als Gegentendenz irgendwann die Forderung nach einer stärkeren Formalisierung. Bei Hierarchien ganz ähnlich. Also es gibt sicherlich Alternativen zur klassischen Hierarchie, Abstimmung in Vollversammlung oder das Konsensprinzip oder Wahl der Vorgesetzten durch Untergebene. Kennen wir aus politischen Parteien, sind Prinzipien, die existieren. Letztlich ist die Vorstellung bei Kommunikationswegen in diesen stark enthierarchisierten, dezentralisierten Organisationen, dass das so ein All-Channel-Netzwerk ist. Jeder kann mit jedem entsprechend reden. Vorteile sind klar, schnelle Kommunikation zwischen allen Mitgliedern. Aber wir wissen ziemlich genau, dass dann Probleme entstehen, nämlich sich zum Beispiel informale Rangordnungen ausbilden, die viel schwieriger von der Organisation adressierbar sind. Weil die Personen sind ja nie irgendwie offiziell bestimmt worden, sondern sie sind informal ausgebildet worden und können dementsprechend schwieriger verändert werden. Sie können das jetzt weitergehen, bei Personalentscheidungen ist das eben auch ganz genauso, aber das ist so ein Beispiel. Also das heißt, Sie können durch eine Veränderung von formaler Ordnung Organisationskulturen entsprechend beeinflussen, ohne aber sicher sein zu können, was da genau passiert. Und das Gleiche können Sie umgekehrt machen. Also das Interessante ist ja, dass, wenn Sie sich die Diskurs im Management angucken, dass Sie eigentlich beides haben. Also Unternehmen fordern auf der einen Seite mehr Agilität und gleichzeitig haben Sie ein Compliance-Management, was zu einer immer weiteren Bürokratisierung der Organisation führt. Also Compliance-Management, Regeleinhaltungsmanagement bedeutet ja nichts anderes, als dass die Regeln sehr genau spezifiziert werden müssen und dass Sie Verantwortung innerhalb einer Organisation definieren. Das nennt sich Hierarchie. Das heißt also, wenn Sie jetzt den anderen Trend wählen und sagen, ich möchte stärker formalisieren, können Sie auch beobachten, wie die
Organisationskultur sich verändert. Also sie spezifizieren die Regeln näher aus, zum Beispiel das Regelwerk von Verwaltung zur Bearbeitung von Passbau- oder Sozialhilfeanträgen, diese Prozess, also wenn Sie ins Fastfood-Restaurant gehen, die haben ja Prozesshandbücher, dagegen sind die Handbücher von Krankenkassen vergleichsweise gering, also wo jeder einzelne Arbeitsschritt genau vorgesteuert ist. Denken Sie an Mitarbeiter in Callcentern, wie stark die durchprogrammiert werden. Oder Sie machen differenzierte Zielvorgaben, das ist eine andere Form der Formalisierung im Programm. Sie schreiben sehr, sehr genau vor, welche Ziele, wie viele Anträge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bearbeitet werden sollen. Auch das ist Formalisierung. Den Effekt, den Sie organisationskulturell dabei produzieren, ist letztlich eine größere Illegalitätsbereitschaft der Organisation. Klingt vielleicht überraschend, ist aber ein relativ simpler Gedanke, den Sie in Organisationen gut beobachten können. Also wenn Sie ganz, also Sie müssen sich das idealtypisch vorstellen, Sie setzen auf eine ganz strikte Bürokratisierung der Organisation und gucken, was für Effekte Sie damit produzieren. Dann gibt es eigentlich zwei Reaktionsmuster. Die eine ist, okay, dann mache ich halt Dienst nach Vorschrift und dann gerät die Organisation in ein Effizienz- und Flexibilitätsproblem. Oder die Mitarbeiter müssen die Regeln so kreativ interpretieren, die da jetzt plötzlich auftreten, dass die Organisation weiterhin arbeitsfähig ist. Das heißt, was Sie organisationskulturell produzieren, wenn Sie in eine stärkere Formalisierung gehen, ist in der Regel eine höhere Illegalitätsbereitschaft innerhalb dieser Organisation. Compliance Management hat nichts anderes produziert, wenn Sie eine Hochleistungsorganisation haben, wo die Leute bestimmte Ziele erreichen wollen oder Ziele erreichen möchten, eine höhere Bereitschaft, bestimmte Regeln sehr kreativ auszulegen. Das war jetzt ganz, ganz knapp die Art und Weise, wie man Organisationskultur verändern kann. Also kein Leitbildprozess verändert Organisationskulturprozess, keine Kulturevangelisten, keine hübschen Ist- oder Zielkulturanalysen, sondern der einzige Ansatzpunkt, wie Sie faktisch an das Phänomen der Organisationskultur so rankommen, dass sich irgendwas ändert in der Organisation, ist paradoxerweise die Art und Weise der Veränderung von Formalstruktur. Ganz herzlichen Dank.